Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, ein bisschen ausgeruht jetzt, also nicht ganz ausgeruht. Wir sind uns am Ausruhen. Leider haben wir in der letzten Folge auch gemerkt, oder in den letzten Folgen, der Strom ist leider aus. Wir können, ja, den Herd nicht mehr nutzen. Das ist leider sehr, sehr bitter, weil wir können so diese ganzen frischen Sachen nicht mehr abkochen und müssen hier irgendwie so einen stahlen Gartensalat essen. Nicht so geil, obwohl wir halt, wie gesagt, hungrig sind, müssen wir jetzt zusehen, dass wir ja irgendwie sowas hier essen, ne? Frisches, gemischtes Gemüse beispielsweise. Also alles, was halt ungekocht genießbar ist. Hier Eiscreme könnte man wahrscheinlich auch nochmal futtern. Mal gucken, sind jetzt satt. Dann essen wir noch einmal die Eiscreme komplett auf. Ja, wir haben in der letzten Folge eine herbe Schlacht geleistet, sagt man das so, oder vollbracht. Schaut euch das mal an, was wir hier gemacht haben. Wir haben so viele Zombies abgeschlachtet und das mit Hilfe. Ich mach mal ganz kurz mein Inventar auf. Einer Chainsaw. Den können wir einmal direkt im Rücken anbringen. Keine Ahnung, warum wir es noch nicht gemacht haben. Dieser Chainsaw ist einfach ein Gamechanger, liebe Freunde. Wie gesagt, ich glaube, die kommt durch eine Mod. Also bin ich mir ziemlich sicher, die gibt es Vanilla nicht. Und die one-hittet einfach mal alle Zombies. Es ist ziemlich langsam, es dauert ein bisschen, bis er hittet, aber ganz ehrlich, weglaufen, hitten, das ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, mit dieser Chainsaw kommen wir ganz gut klar. Was wir halt machen müssen, wir müssen komplett zu Fuß wieder zurück hier runter zu unserer Base. Das wird ein langer Weg. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon angehen, weil das Auto ist leider Schrott. Das ist nicht mehr fahrtüchtig hier unten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in der letzten Folge alles mitgenommen habe. Ich will mal ganz kurz schauen. Ich werde mal nach unten laufen. Ich bin am Überlegen, vielleicht doch sogar schon. Ah, wir haben hier eine schmutzige Bandage. Die müssen wir einmal fix wechseln. Sind hier leider nur... Oder was heißt leider? Sind hier nur gekratzt? Ich denke, das ist nicht allzu wild. Ich glaube, die müssen wir auch nicht weiter behandeln, solange es nicht blutet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! No way. No fucking way. Ich habe eine Gring. Sag nicht, dass ich gebissen wurde. Ich wurde tatsächlich gebissen. Goodness, ich hatte in der letzten Folge oder beim letzten Kommentar noch gesagt, ich hoffe, ich überlebe mit diesem Charakter so lange, bis Bild 42 rauskommt und dann danken wir hier einfach ab. Wieso habe ich keine Bandage? Kann ich meine Bandage nicht waschen? Ich habe doch hier irgendwo eine Bandage gehabt. Keine Bandage mehr, ne? Das ist der Wahnsinn. Da muss ich hier einmal das zerreißen. Machen wir mal alles zerreißen. Ja, und wir fühlen uns jetzt schon unwohl. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's tatsächlich. Was ist denn, wenn wir... Warte mal ganz kurz. Können wir den cutten? Wir haben doch hier eine Kettensäge. Können wir das hier mit einer Kettensäge einmal... Oh, das wäre so geil. Wenn wir es mit einer Kettensäge oder eine Axt oder so. Aber wir haben keine Axt, ne? Nee, das geht leider nicht. Schade. No cut. Kann ich das hier nicht cutten oder was? Ich müsste eigentlich meinen ganzen Arm einmal komplett zerstören. Ja, ich bin gebissen, ihr seht's. Ich bin gebissen. Ich bin gebissen, ich wurde gebissen. Aber ich bin gerade richtig scheiße. Weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt zurücklaufen und es kann ja eigentlich nicht mehr wirklich viel passieren. Ich werde zurücklaufen und definitiv diese Kettensäge platzieren in der Base, damit ich ja mit dem neuen Charakter, den wir dann halt erstellen werden, ja, muss halt so sein, dass wir dann die Kettensäge zumindest haben. Und da diese Base, die belassen wir auch oben da einfach, ganz ehrlich. Ich werde mir jetzt keine neue Base suchen, nur weil wir einen neuen Charakter ja, uns erstellen müssen. Alter, ist das ätzend, ist das ätzend. Da habe ich noch in den Kommentar geschrieben, dass ich so lange, es läuft gut, ja, ich möchte so lange überleben, bis Bild 42 rauskommt und dann so ein Scheiß. Ach, das darf nicht wahr sein. Okay, wir sind schläfrig, uns ist unwohl, wir werden vermutlich bald sterben. Das heißt, ich muss mich schnell auf den Weg machen.
Hier runter zur Base ist noch ein kleiner Weg. Ich hoffe nicht, dass der vorher abdankt. Das wäre scheiße, weil diese Kettensäge muss ich unbedingt behalten. Schade, dass ich ja mein Arm nicht absägen kann mit der Kettensäge. Das wäre noch geiler. Vielleicht hätte ich dann eine geringe Chance, aber ganz ehrlich, jetzt ist dieses Biss-Symbol hier tatsächlich aber auch weg. Ich weiß nicht wieso. Müssen wir hier auch eine Bandage anlegen, wo es gekratzt ist? Eigentlich nicht, ne? Es blutet ja nicht, aber naja. Tja, liebe Freunde, das war's dann tatsächlich mit dem Charakter auch. Mit, wie hieß er nochmal? Den Namen dürft ihr eigentlich vergessen. Octavio Long, meine Damen und Herren. Ja, der Charakter, mit dem haben wir, glaube ich, am längsten überlebt, ne? Mhm. Tja. Aber alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. So, endlich hier die Straße. Ich bin gerade durch Stock und Baum gelatscht. Das ist der Wahnsinn. Und hier sind auch echt viele Zombies. Wir müssen aufpassen. Ich schau mal ganz kurz in die Map. Wir sollten eigentlich hier relativ in der Nähe sein. Jo. Hier waren wir tatsächlich auch schon. Das ist ja dieses große Lagerhaus hier, wo wir ja auch überlegt haben oder hatten, eventuell auch hier eine Base aufzubauen. Aber mit Octavio Long wird das ja leider nichts mehr, ne? Glaube ich. Also wie gesagt, vielleicht besteht ja noch ein bisschen Hoffnung, aber ich glaube nicht. Gebissen bluten, ja komm, wir machen noch einmal, wir geben nicht auf, Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja komm, guck mal, schaut mal. Vielleicht, ah, vielleicht, ich, haben wir denn die, ich bin der Meinung, wir haben irgendwie ein Beil oder so mitgenommen. Nee, haben wir alles nicht, ne? Schade, okay. Vielleicht haben wir ein bisschen Hoffnung, wenn wir irgendwie mit einem Beil oder so oder mit einer Axt unser Arm abhacken. Nur ich weiß halt nicht, wie lange das dauert, bis das meinen ganzen Körper durchströmt. Vielleicht müsste ich ja sofort meinen Arm abhacken, bis das, also nach, direkt nachdem er gebissen worden ist. Weil es ist jetzt doch schon ein bisschen Zeit vergangen. Da weiß ich nicht, wie diese Only Cure Mod abläuft. Aber wir geben nicht auf, wir geben nicht auf. Wir sind mega, mega schläfrig oder müde. Sind aber gleich schon da. Okay, da ist unsere Base, unser Außenposten und unser Safe Spot, wie auch immer man es nennen möchte. Jetzt will ich mal ganz fix gucken. Im Kofferraum haben wir hier eine Säge. Ich glaube, mit einer Säge kann man seinen Arm abhacken. Cut. Ja. Holy moly, schau dich das mal an. Ich säge einfach mal meinen Arm ab. Ganz ehrlich, ich versuch's einfach. Wenn uns das hilft, dass wir überleben, ganz ehrlich, dann lebe ich halt mit einem Arm. Aber dafür muss ich den einmal natürlich desinfizieren. Schön Alkohol. Oh. Okay, das ging schnell. Oh Mann. Oh Mann. Ja, meine Damen und Herren, das war Octavio Long, 6 Tage, 2 Stunden überlebt, 311 Zombies getötet, sehr geil. Das Positive, wir sind, scheiße, ich hätte die Chainsaw ablegen sollen, ne? Nicht, wenn der Zombie jetzt hier rumlauert und wegläuft und meine Chainsaw mitnimmt. Ich hoffe, der bleibt in diesem Spot. Ich gehe auf neuen Charakter stellen. Wir spawnen wieder in Riverside, würde ich sagen. Oder Westpoint? Ne, Riverside, ne? Ja, wir machen Riverside, ne? Ja, Riverside. Weiter. Und ganz ehrlich, wir machen einfach mal auf zufällig. Let's go. Wen haben wir? Oh, wir haben einen Polizeibeamten. Ganz cool. Dann haben wir wenigstens ein bisschen bessere Schießfähigkeit und Zielfähigkeit. Finde ich ganz cool. Wir haben hier mal Stressempfinden, wenn Blut verschmiert. Das ist nicht so geil. Allergie gegen Wildpflanzen. Und wir sind Raucher. Shit. Wir sind aber Tischler. Das ist ganz gut. Wir sind Regenliebhaber. Wir sind ein Turner, okay, sind flink und leichtfüßig. Und was ist das hier? Leichtfüßig, okay. Ich würde sagen, das ist doch mal ein ganz nicer Charakter. Wir haben 0 verbleibende Punkte, das heißt, passt. Wir gehen noch weiter. Wilfried Vera. Ganz ehrlich, ich brauche gar nicht auf zufällig klicken. Das passt doch soweit. Polizeimütze, Polizeihemd, Polizeijeans. Die Mütze sieht nicht so schick aus. Aber Wilfried Vera, willkommen in der Zombie-Apokalypse. Mit dir starten wir den neuen Run. Let's go. Ich werde die Folge jetzt nicht beenden. Sonst würde das viel zu kurz gehen.
gerade mal 10 Minuten gezockt. Aber ganz ehrlich, wir haben einen neuen Charakter. Ich mache mal die Türen hier zu. Es ist abends natürlich, weil wir auch abends gestorben sind. So, das Ziel ist es jetzt natürlich, erstmal wieder hierher zu kommen. Erstmal die Frage, wo sind wir? Wir sind hier. Okay, hier waren wir schon mal in der Nähe. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht allzu weit laufen bis zur Base, damit wir uns da erstmal... Also das ist auf jeden Fall erstmal wieder das Hauptziel. Das Problem ist natürlich, wir haben keinen Strom mehr. Das tut uns natürlich nicht so zugute, aber gut, wir müssen das Beste daraus machen. Wir nehmen mal eine Schüssel mit, einfach für Wasserbehälter. Brotmesser, Geschirr, wir brauchen auch dringend jetzt irgendwie ein Messer oder irgendeine Waffe oder sowas. Spatel, Stieltopf, Kochtopf, nein, 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 nein. Okay, hier ist auch nichts. Licht geht wahrscheinlich auch nicht an, weil der Strom ja nicht mehr läuft. Das ist nicht so geil. Okay, hier machen wir mal die Vorhänge zu, bitte. Vorhänge zu, bitte. Gürteltasche vorne nehmen wir direkt mit, beziehungsweise nicht nur mitnehmen, sondern auch anziehen. Armbanduhr, nein. Ich hätte gerne Digitaluhr. Wecker, nein. So, hier können wir theoretisch noch was trinken, aber mehr können wir auch hier nicht machen. Okay, scheiße, es gibt hier nicht viel mehr. Aber es macht ja auch nicht wirklich Sinn tatsächlich. Sandalen, oh. Können wir das hier noch direkt anziehen? Weil nur so ein Hemd ist, glaube ich, ein bisschen zu mau. Wobei, wir sind ja im Juli. Husten, warum haben wir Husten? Ist uns kalt? Natürlich nicht so geil. Ja, es ist ziemlich dunkel, ne? Es ist ziemlich dunkel. Ich weiß halt leider auch nicht, wie spät es ist. Ich versuche mal, mich in dieses Gebäude reinzuschleichen. Einfach mit der Hoffnung, dass wir da ein bisschen... Oder eine Waffe finden oder irgendwas, womit wir uns verteidigen können. So, das Radio machen wir einmal fix aus, bitte. Hier sind noch ein paar mehr Schränke. Mal schauen. Geschirrtuch, Schwamm, Müsli nehmen wir mal mit. Na, das war's dann aber auch schon, ne? Tranchiergabel. Na, mit einer Gabel zu fighten macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn, ne? Okay, okay, okay. Hier ist tatsächlich nichts. Haben wir hier irgendwas? Eine Stricknadel, Stofffetzen nehmen wir mal mit. Garn. No, why not? Okay. Zahnbürste, Vitamine, Seife nehmen wir mal mit. Ansonsten nichts Interessantes leider. Landwirtschaftsband, Kfz-Band. Was haben wir denn sonst noch so für Skills? Wir schauen mal. Leichtfüßig, flink, das wissen wir ja. Tischlerei 1, okay. Zielen und nachladen, das ist halt mega cool. Weil wir ja auch ein paar Waffen gefunden haben. Bei uns in der, beziehungsweise die liegen halt bei uns in der Base. Was halt richtig scheiße ist, ne? Kfz-Mechanik und Elektrotechnik ist halt wieder komplett auf Null. Das müssen wir halt wieder von neu aufleveln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es lästig seid, dass ich mir ständig einen neuen Charakter stelle. Aber ganz ehrlich, ich will auch nicht... Das Problem ist auch bei Project Doma, man kann kein nicht speichern untermachen, dass man einfach wieder laden kann. Er speichert halt immer zwischendurch. Das ist wirklich Permadeath des Todes. Ich sag's euch. So, wir nehmen mal einen Hammer mit. Ich weiß nicht, ob ein Hammer Sinn macht, mit einem Hammer zu fighten, aber wir versuchen es mal. Genau, das ist halt das, ja, ich will nicht sagen Problem. Also, wenn man stirbt, dann ist es halt, dann stirbt man. Ne? Also, warum sollte man neu starten? So verarscht man sich ja auch selber. Aber ist halt so. Wir sind gestorben, müssen wir hinnehmen, wir erstellen einen neuen Charakter. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Irgendwann habe ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Dann werde ich das Let's Play beenden, ist halt so. Aber ich habe ein bisschen noch Bock. Ich habe noch ein bisschen Bock. Irgendwann muss ja Bild 42 rauskommen und dann kriege ich noch mehr Bock. Darauf warten wir natürlich alle. Aber wie gesagt, es zieht sich wie Kaugummi gefühlt. Die Entwickler haben ja eigentlich gesagt, dieses Jahr wird Bild 42 released. Auch wenn es nur eine Unstable Beta ist, aber es wird released. Und die haben ja jetzt nur noch knapp 1,5 Monate, bis das Jahr zu Ende ist. Ja, müssen sie sich mal ein bisschen sputen. So, ich laufe hier gerade so ein bisschen unplanmäßig rum. Ich habe hier noch gar... Doch, hier ist ein Bett. Ich weiß halt nicht, wie spät es ist. Das ist das Problem. Vielleicht hätte ich doch die Armbanduhr mitnehmen sollen. Haben wir hier schon reingeschaut? Zeitung. Was ist denn das hier? Ach, hier ist ein Koffer. Interessant. Stift blau, CD. Okay, ja, ich würde sagen, wir wollen wir auf gut Glück schlafen.
Ach, wir können gar nicht schlafen. Wir sind gar nicht müde. Verdammt. Dann glaube ich, sollten wir... Was haben wir denn hier nochmal für ein... Hämatophobie? Allergisch? Okay, Nachteule. Oh, wir sind eine Nachteule. Das heißt, wir werden ganz schnell nicht müde werden. Ganz schnell nicht müde werden, sagt man das. Oh, ich bin gerade richtig so... Es hat mich richtig zurückgedrängt, also zurückgeworfen, dieser Tod von Octavio Long. Ganz ehrlich. Der kam echt so wirklich out of nowhere. Ich sag's euch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber da sieht man's wieder. Einen Moment nicht aufgepasst und dann war's das halt auch schon, ne? So, machen ein bisschen Fitness. Why not? Hier ein paar Liegestützen. Kriegen am nächsten Tag dann fetten Muskelkater, aber ganz ehrlich, wir müssen ein bisschen Zeit schinden. So, sehr gut. Ich ganz ehrlich, wir sind immer noch nicht müde, verdammt. Was können wir denn machen, damit wir müde werden? Ich weiß es nicht. Long Vitamine reduziert deine Müdigkeit. Wow, bringt mir jetzt auch sehr, sehr viel. Es macht ja jetzt auch keinen Sinn, rauszugehen. Wir sind verdammt nochmal, es ist verdammt nochmal nachts. Ich sehe gar nichts draußen. Übrigens, in Bild 42 wird die Nacht sogar noch schlimmer. Ja, also, ich habe ja, wer diesen letzten Dev-Eintrag oder Dev-Blog gesehen hat, die Nacht wird komplett dunkel sein. Also Taschenlampen werden zwingend notwendig sein. Freue ich mich, finde ich ganz cool, weil ich finde die Nacht, die Dunkelheit ist doch ziemlich... Ja, man kann gut auch ohne Taschenlampe rumlaufen. Es geht. Es ist schwierig und gefährlich, aber es geht. Und so, selbst hier solche Häuser, die werden komplett dunkel sein im Bild 42. Also schaut euch unbedingt dieses Devlog an, da sind ein paar Beispielvideos. Finde ich mega cool. Also so machen Taschenlampen oder allgemein Leuchtquellen viel, viel mehr Sinn. So, bin ich jetzt müde? Nein, natürlich nicht. Aber ich will hier jetzt auch nicht wirklich irgendwie einfach nur so dumm rumlaufen. Was mache ich? Das macht halt auch keinen Sinn, ne? Ah, was machen wir? Wilfried Vera, was machen wir? Wollen wir es riskieren, rauszulaufen? Aber hier sind mit Sicherheit irgendwo... Hier sind keine Zombies. Es sind kaum Zombies draußen. Wir wagen es mal ins nächste Gebäude. Why not? Wir sind mal risikofreudig. Wenn wir sterben, ganz ehrlich, dann ist es so. Erstellen wir einen neuen Charakter. Haben wir ja nicht viel gemacht hier mit dem. Der ist mir noch nicht ans Herz gewachsen wie Octavio Long. Okay, müssen jetzt hoffen, dass wir durchs Fenster kommen. Und wir kommen durchs Fenster. Aber hier ist leider auch ein Zombie. Der wollte mich schon wieder beißen. Also wenn diese grüne Umrandung auch nicht wäre, dann wäre es mega, mega schwer, diese Zombies zu erledigen im Dunkeln. Aber durch diese grüne Umrandung hat man dann natürlich noch ein etwas, einen kleinen Vorteil, sag ich mal so. Zombie würde ich gerne aus dem Fenster schmeißen. Geht das hier irgendwie? Zombie aus dem Fenster werfen. Leiche Fall, Fenster öffnen. Leiche aus dem Fenster werfen. So. Ist auch eine Mod. Könnt ihr euch installieren. Kann ich nur empfehlen. Dann braucht ihr nicht unbedingt rauslaufen, wenn ihr einen Zombie mal aus dem Haus werfen möchtet. So, die Reisetasche tragen wir mal auf dem Rücken. Da können wir auch ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten ist hier nichts. Ein Kissen, ein T-Shirt mit Streifen. Stift, Schlaftabletten, glaube ich, brauchen wir nicht. Sind wir denn jetzt mittlerweile müde? Nein, natürlich nicht. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Aber noch ein Gebäude werde ich definitiv nicht aufsuchen. Das wäre ein bisschen zu krass. Also so viel Glück, dass mir hier keine Zombies gefolgt sind, werde ich mit Sicherheit nicht nochmal haben. Aber so ein Messer wäre jetzt halt wirklich mal Gold wert. Lauch, Bierflasche, ganz ehrlich, das nehme ich alles mit. Das werden wir dann am nächsten Tag mal essen. Wir sind jetzt noch nicht hungrig, deswegen sollten wir, oder brauchen wir es nicht unbedingt essen. Vorhänge einmal zuziehen, bitte. So, Dosenpfirsich, Dose mit Thunfisch nehmen wir mit.
Geschirr, Cracker nehmen wir mit. Ahornsirup, ganz ehrlich, nehmen wir mit. Grillbürste brauchen wir nicht. Ja, das war's dann tatsächlich auch schon. Verrottete, ungekochte Pasta. Lecker. So, Vorhänge definitiv einmal zuziehen. Oh, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. So, einmal zumachen. Hier sind Militärstiefel, sehr geil. Die ziehen wir einmal an. Und die normalen Schuhe, Sneakers können wir mal wegpacken. So, dann haben wir noch einmal schöne Schuhe. Laken. Schachtel mit Nägel. Oh, eine Gartensäge und Klebeband. Nehmen wir mal erstmal mit. Falls wir wieder gebissen werden und unser Arm abhacken oder absägen müssen. Kann ja alles sein, ne? Okay, hier einmal Fenster zuziehen. Ja, waschen brauchen wir nicht. Erstmal die Wasser, die Schüssel befüllen. Sehr gut. Ja, ansonsten ist hier tatsächlich auch nichts mehr Interessantes, ne? Wir sind auch leider immer noch nicht müde. Oh, ist der Wahnsinn. Wieso sind wir nicht müde? Mann. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, ich mache einen Cut. Vielleicht überspringe ich jetzt die Nacht, mache ein bisschen was, bis ich müde werde, weil es macht jetzt keinen Sinn, hier dumm rumzulaufen. Und ihr schaut mir dabei zu. Das will ich ja auch irgendwie nicht. Deswegen, aber was ich hier definitiv einmal mitnehme, ist ein Stift. Habe ich komplett vergessen, mir die Stifte mitzunehmen. So können wir ja sonst nichts in der Karte einzeichnen. Ja, wie gesagt, ich mache einen Cut. Überspringen ein bisschen die Nacht und wir sehen uns dann ja am nächsten Tag wieder, wenn es dann noch ein bisschen heller wird. Also in dem Sinne. Ich hoffe, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich gestorben bin. Octavio Long ist Geschichte. Ich hoffe, ihr seid dann aber mit Wilfried Vera dabei. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es okay findet, wenn ich einfach immer wieder einen neuen Charakter stelle. Aber ja, ansonsten wäre das Let's Play halt vorbei. Wäre auch schade, ne? Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.